Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also normalerweise ist es ja so, dass die Astronomen und Astrophysiker diejenigen sind, die aus der elektromagnetischen Strahlung ihren Nektar ziehen. Ja? Also genau wie Ägyptologen aus den Hieroglyphen herauslesen können, wie es vor 4.500 Jahren zugegangen ist, so können Astronomen aus der Strahlung, aus dem, was an elektromagnetischen Wellen bei uns ankommt, ausrechnen, wie groß ein Stern ist, wie alt eine Galaxie ist und welche Metalle er enthält und so weiter und so weiter. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass die unglaublichen Distanzen zwischen Sternen oder zwischen Galaxien von irgendwelchen materiellen Teilchen tatsächlich in der Zeit überbrückt werden können, sodass die bei uns ankommen. Also kommt da irgendetwas aus dem Universum bei uns an, was also, sagen wir mal, na, so ein Lichtjahr, das sind Billionen Kilometer, was diese Billionen oder Aberbilliarden Kilometer wirklich überquert und durchkreuzt haben kann. Sowas gibt es tatsächlich. Und diese Teilchen, die da ankommen und hier bei uns am Erdboden sogar gemessen werden können, das ist die kosmische Strahlung. Das Thema der heutigen Sendung ist, was ist kosmische Strahlung? Und wir werden sehen, wir werden einen weiten Bogen spannen vom Eiffelturm bis zur Antimaterie. Fast hätte ich geschrieben, komische Strahlung. Komische kosmische Strahlung. Also das Ganze fing an im Jahr 1910. Man ging zum Eiffelturm, 324 Meter hoch, und hat dort gemessen mit einem Elektrometer, wie der Ionisationsgrad der Luft ist. Ob der Ionisationsgrad heißt ja die Anzahl der ionisierten Teilchen in der Luft im Vergleich zur Zahl der nicht ionisierten Teilchen. Also selbst jetzt hier im Studio, wo natürlich die Atmosphäre immer leicht geladen ist, gibt es ionisierte Teilchen. Außerhalb des Studios gibt es auch ionisierte Teilchen, Gott sei Dank nicht so viel. Und 1910 hat also jemand beim Gang vom Boden in Paris, vom Erdboden Paris bis zu 324 Meter Höhe, nicht ganz so hoch, weil oben ist die Antenne drauf, festgestellt, dass der Ionisationsgrad mit der Höhe steigt. Das war schon komisch. 1912 hat man dann herausgefunden, durch einen Ballonflug, Victor Hess ist mit dem Ballon 5 Kilometer hochgeflogen, hat er festgestellt, dass der Ionisationsgrad mit der Höhe noch weiter ansteigt. Und damals hat er den Begriff der kosmischen Strahlung geprägt, weil er gesagt hat, es muss etwas geben, was die Atmosphäre der Erde von außen ionisiert. So waren die Vorstellungen. Naja, 1912, schon eine Weile her. Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen? Und zwar 1896 hat ja Becquerel die Radioaktivität festgestellt. Man wusste also, dass es eine Form von Teilchenstrahlung gibt. Ja? Wobei man hier das Wort Strahlung, muss man vorsichtig sein. Ich hatte ja vorher schon gesagt, normalerweise ist das, was wir unter Strahlung verstehen, hat es was mit elektromagnetischen Wellen zu tun. Victor Hess hatte damals auch gedacht, es wäre eine Strahlung, ist es aber nicht, sondern es sind Teilchen. Denn man hat dann tatsächlich festgestellt, mit Hilfe von Experimenten im Labor mit sogenannten Nebelkammern, dass da tatsächlich Teilchen ankommen. Und dass das keine Strahlung ist, in dem Sinne wie zum Beispiel Licht oder Radiowellen oder Infrarotstrahlung, sondern dass da richtige Teilchen ankommen. Und was für welche? Bis 1950 war die kosmische Strahlung die einzige Quelle für Elementarteilchenphysiker. Bis 1950 war die kosmische Strahlung die einzige Quelle für diejenigen, die sich mit den allerkleinsten, hochenergetischsten Teilchen beschäftigt. Denn man hatte ja noch keine großen Beschleuniger. Kosmische Strahlung war bis 1950 die einzige Quelle, um neue Elementarteilchen überhaupt zu entdecken. Unwahrscheinlich. Nun, aus was besteht die kosmische Strahlung und was macht die eigentlich? Machen wir erstmal eine ganz einfache Überlegung. Sie wissen das, und wenn nicht, sage ich es Ihnen jetzt, die Erde hat ja ein Magnetfeld. Ja? Und die kosmische Strahlung, das war relativ schnell klar, besteht aus geladenen Teilchen. Jetzt ist es so, wenn ein Teilchen, ein geladenes Teilchen auf ein Magnetfeld trifft, dann kann es sich nicht mehr so ohne weiteres einfach geradeaus weiter bewegen, sondern es wird vom Magnetfeld abgelenkt. Nehmen wir mal an, wir haben also hier unsere Magnetfeldlinie und von dort kommt ein Teilchen angeflogen. Das trifft auf das Magnetfeld und kann eben nicht weiterfliegen, sondern wird von dem Magnetfeld abgelenkt. Es fängt an, um dieses Magnetfeld herum zu spiralieren. Also, wenn die kosmische Strahlung von ganz weit draußen kommt, also von außerhalb der Erde, außerhalb vom Erdmagnetfeld, kann man ausrechnen, was für eine Energie müssen die Teilchen mindestens haben, damit die überhaupt auf die Atmosphäre treffen können. Das Erdmagnetfeld ist bekannt in der Stärke und dann hat man festgestellt, Donnerwetter, die Teilchen müssen unglaublich energiereich sein. Die müssen richtig viel Energie haben. Heutzutage weiß man, die kosmische Strahlung hat Energien von 1000 Elektronenvolt
bis 10 hoch 20 Elektronenvolt. Elektronenvolt ist also die Einheit für die Energie, die das Teilchen hat. Und ich kann Ihnen eines sagen, 10 hoch 20 Elektronenvolt, das ist die höchste Energie, die im Universum jemals gemessen worden ist. Also das ist schon ganz enorm, was da in der kosmischen Strahlung drinsteckt. Aber ich bin eigentlich schon viel zu weit nach vorne gegangen, denn ich wollte ja eigentlich nur sagen, okay, also es ist klar, die Teilchen kommen auf der Erde an. Nicht alle kommen auf dem Erdboden an, Gott sei Dank, sondern viele werden vom Magnetfeld abgelenkt, kommen also nicht bis zu unseren Köpfen und Augen und so weiter, werden vom Magnetfeld abgelenkt, aber viele von ihnen treffen tatsächlich auf die oberen Schichten der Atmosphäre. Das da oben, draußen, ist die sogenannte primäre kosmische Strahlung. Also das sind die Teilchen, die tatsächlich von draußen kommen. Die kann man heute natürlich, na mit was? Klar, mit Sonden und Satelliten kann man die direkt messen. Früher konnte man nur die sekundäre Teilchenstrahlung messen, die nämlich entsteht, wenn diese hochenergetischen Teilchen auf die Atmosphäre donnern und da einen ganzen Schauer von Sekundärteilchen erzeugen. Und unten am Boden hat man dann praktisch nur die Sekundärteilchen erzeugt, gemessen. Also eine irre Geschichte. Ja, und das Tolle ist, dass wir heutzutage sogar wissen, woher solche unglaublichen energiereichen Teilchen überhaupt kommen. Erste Quelle, von der schon lange bekannt war, dass es, also nicht vergessen, 1910, ja, danach hat man langsam festgestellt, die Teilchen sind sehr energiereich. 1910 war es nicht bekannt, aber heute wissen wir natürlich, die Sonne ist ein ganz klarer Lieferant von hochenergetischen kosmischen Teilchen. Die meisten davon werden abgelenkt. Aber manche, Sie wissen ja, das Erdmagnetfeld ist ja wie beim Stabmagneten, manche können tatsächlich bis auf die Erdatmosphäre, bis fast auf den Erdboden kommen, nämlich dann, wenn sie entlang der Feldlinien runterlaufen. Wo ist das? Am Nordpol und am Südpol. Und was erzeugen diese kosmischen Teilchen da? Zum Beispiel Ionisation und Polarlichter. Die anderen, die diese Schauer erzeugen, mit den hohen Energien, die kann man entweder, wie gesagt, entweder draußen messen oder die Sekundärteilchen hier unten. Die Sonne war also bekannt als Quelle für kosmische Teilchen, allerdings nur bis zu einer bestimmten Energie. Das ist ja klar, elektrisch geladene Teilchen, wie beschleunigt man elektrisch geladene Teilchen? Ja, die kann man nicht schubsen, die kann man nicht zusammenpressen, die kann man nicht, ja wie denn? Elektrisch geladene Teilchen kann man nur durch elektrische Felder beschleunigen. Bei der Sonne ist es klar, auch die Sonne hat ein Magnetfeld und wenn man Magnetfelder bewegt, dann werden elektrische Felder aufgebaut. Diese elektrischen Felder sind dann praktisch wie in einem Kondensator. Ja, also man hat hier zwei Platten, dazwischen liegt ein elektrisches Feld, das Teilchen kommt da rein und wird beschleunigt. So stellt man sich das vor. Im Labor geht das auch. Aber wie ist es draußen? Wie geht es in einem Plasma vor sich, in einem Gas, was fast nur aus ionisierten Teilchen besteht? Kann man da auch elektrische Felder aufbauen? Bei der Sonne wissen wir, dass das so geht. Wie gesagt, da ist es klar. Aber woher kommen die ganz energiereichen kosmischen Teilchen, die wirklich richtig viel Energie haben? Und da hat man sich also bis in die 50er Jahre hat man überhaupt sich keinen Reim drauf machen können. Was sind die Beschleuniger von kosmischen Teilchen? Ich habe mir jetzt gedacht, ich kann ja in Alpha Centauri auch mal was erzählen über ein Objekt, was also sozusagen mein Herzens- und Lieblingsobjekt ist. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal bitten, dieses Lieblingsobjekt mal zu zeigen. Das ist also der Krebsnebel, ja, das ist der Nebel, der ist entstanden vor, ja, wir wissen es, wir haben erst davon erfahren, am 4. Juli 1054. Das ist nämlich der Nebel, der ist entstanden, als ein Stern explodierte und seit 1000 Jahren auseinanderfliegt mit Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 Kilometer pro Sekunde. Das sind die Überreste dieses Sterns, die Sie da sehen. Und, also wollte ich mal sagen, das ist eine dieser ganz charakteristischen Quellen für kosmische Strahlung. Was passiert da? Was passiert, wenn ein Stern explodiert und seine Hüllen ins interstellare Medium raustreibt? Wo bitte entstehen da elektrische Felder? Entstehen da überhaupt elektrische Felder? Und wenn ja, ja, wie kommen denn dann diese hohen Energien zustande? Nun, wenn ein Stern explodiert und dieses Gas da raustreibt, dann presst diese Stoßwelle, die da kommt, die mit einer unglaublichen Wucht da rausschießt, ja, die presst Magnetfelder zusammen und schüttelt auch Magnetfelder. Und jedes Mal, das wissen Sie aus dem Schulunterricht noch, jedes Mal, wenn sich ein Leiter relativ zu einem Magnetfeld bewegt, wird ein elektrisches Feld aufgebaut. Auf diese Art und Weise entsteht an den Stoßfronten dieser Supernova-Überreste, wie zum Beispiel dem Crepe, entstehen elektrische Felder, die die Teilchen beschleunigen. Und diese Teilchenbeschleunigung,
in den Stoßfronten von Supernova-Überresten ist es, die als die Hauptquelle von sogenannter kosmischer Strahlung in unserer Milchstraße gilt. Das reicht aber immer noch nicht aus. Natürlich haben wir viele Supernova-Überreste in unserer Milchstraße. Ja, aber das reicht noch lange nicht aus, um die wirklich hohen Energien zu erzeugen. Die ganz hohen Energien, die müssten Beschleuniger haben, denn das ist ja nicht nur das elektrische Feld, was die Energie eines Teilchens bestimmt, sondern es geht auch darum, auf welcher Länge dieses elektrische Feld wirkt, das sogenannte Potential. Das gibt erst an, wie viel Volt da wirklich ist. Das heißt, ich kann ein hohes elektrisches Feld haben, aber wenn es auf einem ganz kleinen, nur in einem ganz kleinen Kondensator ist, dann habe ich viel zu wenig Energie, um Teilchen zu beschleunigen. Wenn ich Teilchen beschleunigen will auf 10 hoch 20 Elektronenvolt, also ein Elektron in 10 hoch 20 Volt, dann brauche ich einen Beschleuniger, der größer ist als die Milchstraße. Ja. Jetzt ist es so, die kosmische Strahlung besteht insgesamt zu 98% aus Atomkernen. Ja, das ist also alles Mögliche drin. Eisen, Beryllium, Bohr und so weiter und so weiter. Es sind fast alle Elemente drin, die wir kennen. Es ist wahnsinnig viel Wasserstoff. 87% von diesen Atomkernen sind Protonen. Ja? Das heißt, wir müssen Protonen beschleunigen. Protonen auf 10 hoch 20 Elektronenvolt. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Wie kann man das machen? Wir wissen es noch nicht so genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, es gibt Quellen, die diese Potenziale zur Verfügung stellen. Supermassive schwarze Löcher, also große schwarze Löcher, die Jets, das sind die Beschleuniger, von denen wir heute glauben, die sind dafür zuständig, dass es Protonen gibt. Das Allertollste allerdings, das habe ich noch gar nicht erzählt, das Allertollste ist, dass aus der Zusammensetzung der kosmischen Strahlung sich ein ganz wichtiger Beweis dafür ergibt, dass dieses Universum, unser Universum, nur aus Materie besteht. Denn in der kosmischen Strahlung hat man kein einziges Antimaterieteilchen gefunden. Nichts. Das heißt, da, wo diese Teilchen herkommen, aus einem Abstand von mehreren Millionen Lichtjahren, gibt es außer der Form von Materie, die wir kennen, es gibt keine Antimaterie. Und das hat natürlich wichtige Konsequenzen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, bei Gelegenheit müssen wir es vielleicht noch mal tun, das frühe Universum, also den Zustand höchster Energie, hätte eigentlich Materie- und Antimaterie-Teilchen in exakt gleicher Menge erzeugen müssen, sodass die zwei sich wieder zur Energie hätten zerstrahlen können. Dann gäbe es uns aber nicht, dann gäbe es diese Sendung nicht und es gäbe es auch Sie nicht. Also, in der kosmischen Strahlung gibt es keine Antimaterie, das heißt, im frühen Universum muss es zu einer Asymmetrie gekommen sein. Zu einer winzig kleinen Asymmetrie, die können wir heute noch messen. Wir sehen heute, dass auf 5 Milliarden Vernichtungsprozesse, Teilchen, Antimaterie, Teilchen, ist genau ein Teilchen übrig geblieben, das hat keinen Zerstrahlungspartner gefunden. Warum? Das ist ein Geheimnis. Diese winzige Asymmetrie im frühen Universum, die sich in der kosmischen Strahlung direkt auf unseren Detektoren abbildet, das ist der Beweis dafür, dass im frühen Universum gewissermaßen etwas schiefgegangen sein muss. In einem ordentlichen Universum hätte man genauso viele Teilchen wie Antiteilchen und alles wäre in nichts, in Energie aufgegangen. Dass wir heute hier sind, dieses Geheimnis der frühen Asymmetrie, das zeigt sich in der kosmischen Strahlung. Jetzt sind wir vom Eiffelturm wieder beim Urknall angekommen. Die größte Entdeckung, die die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts jemals gemacht hat, war die Entdeckung des menschlichen Nichtwissens.